Letzte Woche noch Euphorie, heute die erste Ernüchterung. Und das liegt daran, dass die Märkte die Fed nicht ernst nehmen. Und das ist wahrscheinlich ein ziemlich teurer Fehler, denn die Fed hat einen Auftrag bekommen von US-Präsident Biden: Bekämpfe mir die Inflation. Und die Fed tut genau das. Die Märkte denken, naja, die Fed wird ein bisschen spielen, wird ein bisschen Rhetorik machen. Aber dann, wenn es ernst wird, wenn die Wirtschaft in einer Rezession abzugleiten droht, dann wird sie sofort wieder die Zinsen senken. Aber vielleicht stimmt das nicht, denn ein Problem ist doch immer wieder erkennbar. Wenn die Inflation hoch ist, dann sinkt der Konsum, dann rutscht die Wirtschaft so oder so in eine Rezession. Also hat die US-Notenbank zwei Möglichkeiten. Entweder sie geht aktiv gegen diese Inflation vor, bringt vielleicht die Wirtschaft in eine Rezession, oder sie tut es nicht, dann fällt die Wirtschaft auch in eine Rezession, aber die Inflation steigt noch viel stärker. Vor diesen zwei Alternativen steht die Fed, und ich denke, dass die Fed die erste Option ziehen wird, nämlich versuche wenigstens die Inflation runterzukriegen, denn die Rezession, die kriegst du so oder so. Also hast du wenigstens dann einen Pluspunkt, wenn du bei einer Rezession wenigstens die Inflation ein bisschen runtergebracht hast. Aber das haben die Märkte so noch nicht wirklich auf dem Zeiger. Die Anleihenmärkte spielen das schon länger durch steigende Renditen. Die glauben eher, dass die Fed es ernst meint, als die Aktienmärkte, die ja in der letzten Woche vor allem durch einen Short Squeeze getrieben waren. Schauen wir uns die Dinge mal an. Heute begann es mit Bostic, dem Atlanta Fed-Chef, der schon sehr hawkisch sich geäußert hat, der gesagt hat, ja, ich habe ja eigentlich 6 Zinsanhebungen in diesem Jahr und 2 im nächsten Jahr auf der Agenda. Damit liege ich unter dem Durchschnitt meiner Kollegen, aber das kann auch durchaus schneller gehen. Ich bin auch dafür, dass wir die Bilanzreduzierung schneller und heftiger machen. Das war so ein erster kleiner Schock für die Märkte, so ein erster kleiner Zucker für die Märkte, wo man merkte, so, das passte nicht so ganz ins Konzept. Und dann kam Paul mit einer Rede heute bei der NAEP Annual Conference, wo er nochmal klar gemacht hat, wir werden die Zinsen deutlich und stark anheben, wahrscheinlich sogar mit einem 0,5% Zinsschritt schon bei der nächsten Sitzung. Das hat er mehr oder weniger indirekt angekündigt. Die Fed Fund Futures haben jetzt eine Wahrscheinlichkeit von über 60% eingepreist, dass bei der nächsten Fed-Sitzung dann eben ein großer Zinsschritt kommen wird, also ein 0,5%. Zinsschritte kommen wird, Bilanzreduzierung ab Mai, ist noch nicht sicher, aber vielleicht ab Mai. Und dementsprechend waren die Märkte so ein bisschen überrascht von dieser hawkischen Haltung des Fed-Chefs. Aber wie gesagt, er hat einen klaren Auftrag von Joe Biden: Bring mir die Inflation runter, denn wenn du das nicht tust, dann fliegen vor allem die ärmeren Amerikaner aus dem Konsum raus, und das können wir uns sowieso nicht leisten. Die Wahl zwischen Pest und Cholera, und die Fed entscheidet sich mit Joe Biden wahrscheinlich für Cholera. Das ist die Logik hinter dieser ganzen Aktion. Und so sehen wir, dass die Märkte reagierten, dass die teilweise freundlichen Kurse, die zwischenzeitlich an der Wall Street entstanden waren, dann doch wieder ins deutlich Negative drehten und vor allem die Zinskurve invertierte, wie wir gleich noch sehen werden. Schauen wir uns mal hier die Renditen an. Wir sehen jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihe in Rendite massiv nach oben geschossen, 2,3% aktuell. Wir sehen die höchsten Renditen jetzt seit 2019. Ebenso bei der 2-jährigen US-Staatsanleihe, die jetzt über 2% rentiert. Und wir sehen, dass die 5-jährige Staatsanleihe jetzt deutlich über 2% rentiert. Also es geht nach oben mit den Renditen. Und wenn die Renditen nach oben gehen, dann gibt es eine Alternative zu den Aktienmärkten. Denn dann kann ich mein Geld da auch parken, bekomme zwar nicht einen vollen Inflationsausgleich, aber immerhin eben ein paar Prozent. Was ich mit den Aktienmärkten außerhalb der Dividende bekomme, weiß ich ja auch nicht. Vor allem nicht in einer Zeit, in der die Rohstoffpreise massiv steigen, in der dadurch die Kosten für die Unternehmen massiv steigen, die Margen unter Druck kommen werden und dann eben die Aktienmärkte wahrscheinlich unter dieser geringeren Liquidität leiden werden, unter dem Entzug der Liquidität leiden werden, denn nichts anderes ist die geplante Bilanzreduzierung, nichts anderes sind die geplanten Zinsanhebungen durch die Fed. Und hier sehen wir, wie diese Zinskurve sich hier invertiert. Paul wurde heute gefragt bei diesem Interview, danach hat er noch ein Interview gegeben oder hat sich der Moderatorin dargestellt, ja, wie schaut es denn aus mit der Zinskurve, wenn die invertiert? Und dann hat Paul gesagt, ja, wir haben so ein paar Faktoren, die wir beachten, natürlich auch die 2- und die 10-jährige, aber eher die kürzer laufenden
Renditekurven, die interessieren uns ein bisschen mehr. Gefragt auch dann, ja, wie ist es denn, stürzt die Wirtschaft in eine Rezession, wenn ihr nicht zu stark die Zinsen anhebt? Hat er gesagt, ja, also die Wirtschaft, die ist doch so stark, die wird nicht sofort in eine Rezession stürzen. Da bin ich anderer Auffassung, die Märkte auch. Aber sei es drum, er behauptet das erstmal, denn er kann ja schlecht sagen, ja, klar, wenn wir die Zinsen anheben, dann ist eine Rezession die Folge. Paul wird wissen innerlich, dass wahrscheinlich diese Rezession gar nicht mehr zu verhindern ist, eben angesichts dieses Kostendrucks, den die Unternehmen haben, den sie dann an die Konsumenten weitergeben müssen. Also das wird letztendlich kaum zu verhindern sein. Hier nochmal das Argument, das ich vorhin gebracht habe, hier in einem Chart von Lance Roberts, der hier zeigt, also wenn die Inflation hoch ist, dann sehen wir immer eine Rezession. Die Rezessionen sind hier diese dunkelgrau gestrichelten Linien und wir sehen, dass natürlich das Niveau unterschiedlich ist, wo diese Rezession beginnt, aber immer wenn die Inflation nach oben schießt, dann kommt eine Rezession und dann geht auch die Inflation nach unten schlichtweg, weil die Wirtschaft schrumpft, weil die Leute weniger konsumieren, weil die Nachfrage sinkt und wir haben derzeit ja das Problem, dass wir zu viel Nachfrage bei viel zu wenig Angebot haben, das war bei Corona schon so, das ist jetzt durch den Ukraine-Krieg nochmal verschärft worden. Also muss irgendwie ein Ausgleich gefunden werden bei diesem Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage. Und genau das ist auch eine Aufgabe der Notenbank, die sie offenkundig sieht. Wir sehen also jetzt die Invertierung von Zinskurven. Und hier hat die Bank of America eine Analyse herausgegeben und die gezeigt, dass die Aktienmärkte nicht toppen müssen automatisch, wenn jetzt die Zinskurven invertieren und damit eine baldige Rezession anzeigen, sondern oft passiert das erst später, nämlich durchschnittlich 7 Monate später. Das heißt, wir sehen eine Invertierung der Zinskurve als Ankündigung einer Rezession. Die Aktienmärkte haben dann manchmal immer noch die Tendenz zu steigen, nicht immer, aber manchmal, sodass dann erst das Top etwas später erreicht wird, weil die Aktienmärkte eben so ein bisschen hinter der Kurve gelegentlich sind und glauben, die sind noch in Lala-Land, aber faktisch eben dann schon die Rezession sich ankündigt, was die Zahlen der Unternehmen verschlechtern wird, was die Margen der Unternehmen verschlechtern wird, dementsprechend dann auch die Bewertungsfrage stellt eben bei diesen Unternehmen und so sehen die Dinge derzeit aus. Morgan Stanley's Wilson ist so einer der bärischen Analysten an der Wall Street oder der bärischen Kommentatoren an der Wall Street, der sagt, also guckt euch mal hier diese starke Rallye an. Das ist in meinen Augen eine Bärenmarkt-Rallye und da ist Wilson nicht ganz alleine. Natürlich gibt es die Stocks Only Go Up-Fraktion, die sich jetzt durch das Geschehen der letzten Woche bestätigt sieht, aber das sieht nicht ganz so doll aus für diese Fraktion, dass sich diese Rallye zumindest so ungebrochen fortsetzt auf neue Allzeithochs. Außer es passiert etwas, irgendwie ein überraschender Waffenstillstand in der Ukraine, den ich nicht kommen sehe. Aber was kann die Fed eigentlich tun? Kann die Fed diese Inflation bekämpfen? Ja, sie kann es, aber indirekt nur, indem sie die Nachfrage vor allem nach Vermögensgegenständen ein bisschen senkt. Was sind die wichtigsten Vermögensgegenstände? Auf der einen Seite Immobilien und wir wissen, der US-Immobilienmarkt ist in einer massiven Blase inzwischen. Die Preise sind durch die Decke geschossen und wir haben den Aktienmarkt. Wenn die Preise für diese Vermögensassets fallen, dann ist das eine Dämpfung der Nachfrage und damit kann ich dann dieses Mismatch zwischen zu viel Nachfrage bei zu wenig Angebot ein bisschen ausgleichen. Und das könnte genau der Punkt sein, der hier relevant ist, auch wenn weder die weder die Immobilienpreise noch die Aktienpreise im CPI, also in der Inflationsberechnung enthalten sind, sind sie aber psychologisch extrem wichtig und daher von überragender Bedeutung. Was die Fed will eigentlich, ist die Straffung der sogenannten Financial Conditions. Also wie locker kriegt man Kredite? Wie schaut es aus mit den Aktienpreisen? Wie schaut es aus mit den Immobilienpreisen? Sind die total nach oben durch die Decke geschossen, ja oder nein? Und wir haben durch die Rallye in der letzten Woche gesehen, dass sich diese Finanzkonditionen wieder ein bisschen gelockert haben, nachdem sie vorher aufgrund des Stresses an den Märkten deutlich angezogen waren. Und ich glaube, dass die Fed das gar nicht will, dass diese Finanzkonditionen wieder lockerer werden, sondern dass wir jetzt keinen Fed-Put mehr haben, also nicht das Sicherheitsnetz der Fed unter dem Hintern der Märkte, sondern dass die Fed eigentlich daran interessiert ist, dass die Dinge sich jetzt mal abkühlen, damit sie eben eine Chance hat, diese Inflation zu bekämpfen. Und dementsprechend dürfte Jerome Powell auch diesen Chart sehr genau beobachten. Wenn wir jetzt nochmal zu den US-Aktienmärkten kommen, gucken wir uns mal
den S&P 500 an, den sogenannten Equal Weight Index, also praktisch den S&P 500, wo jede Aktie, jede dieser roundabout 500 Aktien gleichgewichtet ist, und den Nicht-Equal Weight Index, also da, wo die Marktkapitalisierung etwa einer Apple, einer Google, einer Microsoft die entscheidende Rolle spielt, weswegen diese Aktien deutlich stärker gewichtet sind. Und dann sehen wir, wir haben jetzt eine massive Outperformance im ersten Quartal dieses Equal Weight Index. Also es ist die Zeit offenkundig vorbei, wo diese FANG-Aktien hier die ganz großen Treiber der Märkte sind, sondern die beginnen jetzt sich etwas abzuschwächen. Die haben nicht mehr diese Führerschaft bei solchen Rallyes inne. Und das zeigt, dass auch hier die Bäume eben bei den FANG-Aktien wahrscheinlich nicht mehr in den Himmel wachsen. Das zeigt auch ein Tweet von Ottavio Costa, dass wir hier in Relation praktisch von Growth Stocks zu Value Stocks ein Top wahrscheinlich erreicht haben, ein Doppeltop erreicht haben, und da ist noch viel Luft nach unten, denn das, was jetzt wichtig wird, das sind Dinge, die man anfassen kann, Rohstoffe, das, was unmittelbar erforderlich ist fürs Leben, Energie, Sachen, die ich für die Industrie brauche, das wird jetzt das sein, was als Mangelware gesucht sein wird, deswegen steigen die Preise hier. Deswegen ist es eben für Investoren auch interessanter, vielleicht da zu investieren, als in das, was jahrelang sehr, sehr gut gelaufen ist, nämlich Tech, was deswegen vor allem gut gelaufen ist, eben weil die Geldpolitik der Notenbanken so ultralax war. Aber das wird sich jetzt ändern, und diese Zeit ist wahrscheinlich vorbei, auch wenn wir in der letzten Woche so eine Art, wie soll man sagen, Echo-Rally gesehen haben aus alten Zeiten. Heute ja dieser tragische Absturz einer Boeing-Maschine, weswegen der Boeing-Kurs deutlich runtergegangen ist. Heute in China, Xi Jinping hat jetzt aufgerufen, den Unfall, diese Absturzgeschichte deutlich und klar und schnell zu untersuchen. Sie erinnern sich vielleicht an interne Mails, die damals von der New York Times vor allem veröffentlicht worden sind. Damals die 737 MAX, wenn ich das richtig erinnere, da hieß es: This airplane is designed by clowns who in turn are supervised by monkeys. Also dieses Flugzeug ist von Clowns konstruiert worden, die von Affen beaufsichtigt werden. Noch ist nicht sicher, was die Absturzursache ist. Ist das menschliches Versagen oder doch wieder ein Fehler von Boeing? Würde nicht so überraschen, wenn man weiß, wie diese Maschinen konstruiert sind. Da wurde extra rumgepfuscht, um die Statik des Flugzeuges mit der Software zu ermöglichen, was in der Hardwarekonstruktion eigentlich schiefgelaufen ist. Dementsprechend würde mich nicht wundern, wenn das wirklich wieder mal ein Fehler von Boeing gewesen wäre. Kommen wir jetzt zu dieser ganzen Ukraine-Geschichte. Ölembargo ja als Thema, heute Öl wieder deutlich gestiegen. Russland sagt ja, also das wird jeden treffen, dieses Ölembargo. Das wird die Preise vielleicht bis $300 nach oben bringen, wie Novak gesagt hat, der stellvertretende Premierminister. Und der hat gesagt, es ist unmöglich für Europa, oder Europa kann nicht auf russisches Öl verzichten. Damit hat er leider recht. Und auf Gas auch nicht, zumindest nicht jetzt, nicht schon jetzt, müsste man sagen. Weswegen ja unser Wirtschaftsminister Habeck sich in Gegenden rumtreibt, die für ihre strikte Befolgung der Menschenrechte berühmt sind. Womit man aber derzeit dann eher weniger Probleme hat, auch mit dem etwas weniger umweltfreundlichen Fracking-Gas. Sorry, hat man keine Probleme. Hier sehen wir Chart of the Day. Die Stahlpreise in Europa schießen durch die Decke. Das Ganze geht also weiter. Das wird die Probleme für die Industrie nochmal verschärfen. Das wird ein Riesenthema, weil dann die Unternehmen praktisch zu viel höheren Kosten produzieren müssen, an diesen Stahl vielleicht gar nicht kommen, weil er schlichtweg zu selten ist. Wir sehen hier die Fertilizer Prices, also praktisch die Düngermittelpreise, die dann nochmal die Nahrungsmittel weiter nach oben bringen werden. Wir sehen, dass steigende Natural Gas Prices, also Erdgaspreise, praktisch konkurrent laufen mit steigenden Strompreisen in Deutschland. Heute der Preis für Erdgas ein bisschen gefallen, anders als der Ölpreis. Warum, sehen Sie gleich. Und wir sehen, dass Wheat, also Weizen, weiter mit Daily Limit abgehandelt wird. Also der Future-Kontrakt so stark gestiegen, dass der Handel beendet wurde. Die Ukraine ist der viert- und fünftgrößte Exporteur von Corn und Wheat, also Mais und Weizen. 85% werden normalerweise über See transportiert, also per Schiff transportiert. Das geht aber jetzt nicht mehr, weil die Häfen geschlossen sind. Also versucht die Ukraine
diesen Weizen, dieses Mais mit den Zugtransporten irgendwie in den Westen zu schaffen. Aber das ist viel teurer, viel aufwendiger, auch gefährlich, weil eben diese Bombardierungen stattfinden. Deswegen steigen auch hier die Preise schlichtweg weiter. Also es ist ein Rattenschwanz ohne Ende, den man hier sieht. Und dann hatten wir heute Morgen ja die Erzeugerpreise mit 25,9% im Plus. Und das war noch vor den eigentlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges hier in Deutschland. Ohne Energie wäre es 12,4% gewesen. Also es ist nicht nur der Energiesektor, der hier die Preise so nach oben treibt. Und dann hat Lagarde ja kürzlich gesagt, wir sind dabei, unser 2% Inflationsziel zu erreichen. Da bleibt einem geradezu die Spucke weg. Hier, warum steigt der Ölpreis derzeit, aber der Gaspreis nicht? Das werde ich Ihnen unter dem Video in einem Artikel verlinken. Ebenso wie Aussagen Russlands. Die sagen ja, wir haben genug Verbündete. China, Afrika, Südostasien, da können wir unser Gas, unser Öl ja auch hinliefern. Und man denkt jetzt in Russland oder seitens der russischen Führung aktiv über ein Uranexportverbot in den Westen nach. Also dieser Wirtschaftskrieg, der deutet auf eine weitere Radikalisierung. Es geht immer weiter. Diesen Artikel Wirtschaftskollaps in Russland, mal die russische Sicht, nämlich die von dem ehemaligen Ministerpräsidenten und Staatspräsidenten Medvedev, der hier klar aufzählt, welche Strategie jetzt eigentlich die Russen wählen könnten. Also zwei Artikel, die ich Ihnen verlinke. Und bevor ich jetzt weiter huste, sage ich jetzt erst einmal Servus und Ciao.